Sie befinden sich auf der Seite Eigenbedarfskündigung für Mieter und hier an der Stelle Überprüfung der Eigenbedarfskündigung auf formale Mängel. Darunter verhandle ich hier zwei Punkte. Zunächst einmal die Frage, enthält denn die Eigenbedarfskündigung überhaupt eine Begründung? Es gibt diverse Urteile aus jüngster Zeit, dass die Begründung einer Eigenbedarfskündigung zu den gesetzlich vorgegebenen Bestandteilen gehört. Das steht auch so im Gesetz, das ist auch richtig. Und dass deswegen in all den Fällen, in denen keine konkrete Begründung erfolgt, egal ob die jetzt richtig oder falsch ist, in denen eben einfach keine Begründung da ist, die Eigenbedarfskündigung allein deswegen unwirksam ist. Das halte ich auch für richtig. Ich denke, das wird auch so weiter die Rechtsprechung hergeben. Das heißt, wenn Sie als Mieter eine Eigenbedarfskündigung erhalten haben, in der letztendlich nichts weiter drinsteht, als wir kündigen das Mietverhältnis wegen Eigenbedarf und da nicht drinsteht, warum dieser Eigenbedarf besteht, dann ist unabhängig von den tatsächlichen Gründen die Eigenbedarfskündigung selbst allein aus diesem Grund unwirksam. Zweiter wichtiger formaler Aspekt, der häufig außer Acht gelassen wird, ist die Frage, ob nämlich die Eigenbedarfskündigung auch von allen Vermietern gegenüber allen Mietern erklärt wurde. Sowohl auf Vermieterseite als auch auf Mieterseite werden häufig Personen weggelassen, vergessen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Beim Vermieter, da ist es oft eine Frage der Bezeichnung. Ja, es ist nämlich ein Unterschied, ob eine GbR kündigt oder vielleicht nur einzelne Mitglieder einer GbR. Da muss man sehr genau aufpassen. Fehler kann sich der Mieter freuen in dem Fall. Wenn da einer fehlt, dann ist die Kündigung unwirksam. Das Gleiche gilt auf Mieterseite. Hier haben wir häufig den Fall, dass ein Mieter schon vor vielen Jahren ausgezogen ist, aber weiter im Mietvertrag ist. Da denkt keiner dran, auch der Mieter oft nicht, denn man denkt so, naja, wenn der auszieht und keiner was sagt und der dann einfach irgendwann auch nicht mehr in den Betriebskostenabrechnungen auftaucht, dann gehen wir mal davon aus, der ist nicht mehr Mieter. Ist aber meistens nicht so, denn wir brauchen dreiseitige übereinstimmende Willenserklärungen von allen Mietern und dem Vermieter und die haben wir da in der Regel nicht, sodass auch dem Schweigen kommt da nicht irgendein Erklärungswert zu, sodass wir in der Regel diesen Mieter doch noch mit im Mietverhältnis haben und dann, wenn der nicht in der Kündigung aufgeführt wird, die Kündigung auch aus diesem Grunde unwirksam ist. Zusammengefasst, gerade im formalen Bereich als erstes immer gucken, erklären sämtliche Vermieter gegenüber sämtlichen Mietern, also sämtlich richtigen Vermieter, also wirklich die auch Vermieter sind, gegenüber sämtlichen Mietern die Kündigung. Wenn einer zu viel ist, ist es nicht schlimm. Ja? Einer zu wenig macht die Kündigung formal unwirksam und ist diese Kündigung auch begründet. Wenn einer der Punkte nicht erfüllt ist, heißt das, die Kündigung ist insgesamt unwirksam.